Genießt ein bisschen Sonnenlicht, ist ja genial. Es hat heute für den ganzen Tag angesagt 9 Grad Maximaltemperatur und diesig bewölkt den ganzen Tag. Und siehe da, ich fahre los und jetzt tatsächlich 10 Minuten in der Strecke fängt an, der Himmel blau zu werden und die Sonne kommt raus. Perfekt, würde ich sagen. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir heute mal eine erste kleine Tour fahren können. Weiß noch nicht genau, wo es mich hintreiben wird. Aber so anvisieren, was mir so ein bisschen gefallen würde, wäre vielleicht Chiemsee oder so. Das ist eigentlich nie verkehrt. Aber bevor es losgehen kann, machen wir uns noch mal ganz kurz auf Richtung Sparkasse, hol noch ein bisschen Geld ab und dann werden wir auch gleich nochmal voll tanken. Wir sind jetzt 199 Kilometer gefahren, laut Tacho. Gucken wir mal, bis wir an der Tankstelle sind, sind es garantiert exakt 200 Kilometer. Da bin ich mal gespannt, wie viel Sprit reingeht, weil so wirklich wissen, was sie verbraucht, tue ich derzeit noch nicht. Ich habe jedenfalls einen 22 Liter Tank. Und wäre jetzt super, wenn ungefähr 12 Liter reingehen, würde nämlich bedeuten, wenn 12 Liter reingehen, dass wir ungefähr 6 Liter verbrauchen. Ich habe im Internet gelesen, dass manche auch einen Verbrauch von über 8 Liter haben. Und das würde mich ein bisschen ärgern, weil das ist so motorradmäßig schon ein bisschen arg viel, finde ich. Also ein bisschen arg durstig. Sonne kommt raus. Ganz tolle Geschichte. Ja, jetzt hoffen wir, dass wir auch vom Wetterwechsel, wenn Sonne rauskommt, ist okay. Aber ich hoffe mal, dass es nicht noch einen Wetterwechsel gibt und dann noch das Regnen anfängt. Das wäre jetzt nicht ganz so mein Ding. Hier ist so eins meiner Lieblingspassagen. Zum einen, weil es hier so ein klein bisschen kurviger durch dieses Waldstück geht. Aber zum anderen, weil man jetzt dann gleich einen richtig geilen Ausblick auf den Inn hat. Also nicht auf den Innenkanal, sondern tatsächlich auf die Innenschleifen. Der Innenkanal selber ist ja immer so ein bisschen uninteressant, weil er so gerade dahin geht. Sind schon immer richtig cool. Das einzige Unpraktische, wir haben jetzt einen Autofahrer vor uns, der hat sich vom Bein gemogelt, während ich gerade eben die Kamera angeschaltet habe. Ist das nicht fantastisch? Ist doch traumhaft schön hier. Aber ich hilf nichts, ich muss wieder auf die Straße schauen. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann, aber die Silhouette von den Bergen ist jetzt schon da oben wunderbar zu erkennen. Jetzt fahren wir gerade auf Trostberg rein. Das heißt, allzu weit bis zu Chiemsee haben wir es jetzt nicht mehr. Windig wie die Sau, aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum es jetzt auf einmal so schön sonnig geworden ist. Also sagen wir mal froh, dass der Wind so schön geht.
freue mich schon so. Märklin. Märklin ist doch die Geschichte mit den Autobahnen, mit den Zügen, oder? Auf so Plastikschienen, bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß gar nicht, wir hatten als Kinder auch mal so eine Bahnanlage, so richtig mit so ein bisschen mit Bergen, einem Tunnel, kleiner Bahnhof, Ortschaft, so eine kleine Alpenszenerie auf, ich schätze mal 3,5 Quadratmetern und dann ein paar Züge und Waggons, die da drauf fuhren. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was das für ein Maßstab war oder das dann Märklin war oder irgendeine andere Marke. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wo das abgeblieben ist. Bin mir nicht mal sicher, ob das mir gehört hat oder meinem Bruder. Ich kann mich nur erinnern, wir hatten sowas mal. Hat er durchaus auch mit gespielt, aber so wahnsinnig finde ich. Ist halt alles so fragil. Ist für Kinder dann irgendwie ein bisschen schwer. Weil man hat dann immer versucht, an den Häusern irgendwie Modifikationen zu machen oder selber was zu bauen. Und dabei hat man eigentlich immer nur irgendwas ruiniert. Ist ja dann auch schade, ne? Aber so sind Jungs in dem Alter nun mal. Seebruck, Chiemsee, da fahren wir hin. Heute wird mal wieder mit der Next gevloggt. Ich wollte die Spiegelreflex jetzt nicht wieder mit einer separaten Tasche mitnehmen und hinten in den Rucksack reinschmeißen. Dafür ist mir das Ding ein bisschen zu teuer. Jetzt habe ich mir gedacht, schmeiße ich einfach die Next mit rein. Hauptsache, es gibt ein paar Aufnahmen. Aber dafür ist es halt auch wieder ein bisschen ruckliger als sonst. Kurze Pause hier in Schneidsee, unten am Inn. Gerade haben wir eben, ich hoffe, dass das mit der Actioncam funktioniert hat, haben wir von oben schon auf die Innschleife runtergeguckt und jetzt sind wir unten angekommen. Jetzt habe ich mir gedacht, mache ich eine ganz kurze Pause. Und Dampf in Runde, ein, zwei Züge. Genießt ein bisschen Sonnenlicht, ist ja genial. Es hat heute für den ganzen Tag angesagt 9 Grad Maximaltemperatur und diesig bewölkt den ganzen Tag und siehe da, ich fahre los und jetzt tatsächlich 10 Minuten in der Strecke fängt an, der Himmel blau zu werden und die Sonne kommt raus. Perfekt, würde ich sagen. Machen wir uns mal langsam, aber sicher wieder auf den Weg. Ja, ich sage ja, ich bin heute nicht allein unterwegs. Es sind nicht viele, aber ein paar sind unterwegs. Weil das von mir sieht jetzt auch nicht unbedingt wie was Kleines aus. Aber ein gemütlicher Kerl. Hat es nicht eilig. Er hat jetzt kein einziges Mal Anstalten gemacht, dass irgendwo sich an einem Auto vorbei zu drängeln. Auch bei einer geraden Strecke nicht. Eben mit freier Sicht. Also der genießt die Sonnenstrahlen, genießt den Ausblick. So finde ich es richtig. Motorradfahren kann man schnell, aber mir ist immer wichtig zu betonen und Wert darauf zu legen, man muss nicht schnell fahren. Der Reiz in meinen Augen liegt darin, dass ich mit nur einem kurzen Zug am Gasgriff meine Höchstgeschwindigkeit, die erlaubt es halt, mal eben in wenigen Sekunden erreiche.
Die 5 Karnickel, das ist auch ein schöner Name. Die 5 Karnickel. Goldener Regen. Schön. Oh, ich habe gerade den Chiemsee schon vor Spitzen sehen. Da ist er. Das ist eine sehr kurz entschlossene Hörerwelt. An sich würde ich ja jetzt gerne noch ein bisschen vloggen, ein bisschen rumsitzen, aber Sonne hat gut getan. Jetzt geht's wieder auf. Mache mich jetzt auch schon wieder auf dem Weg in Richtung Heimat. Und irgendwo muss ich jetzt dann, glaube ich, noch eine Pinkelpause einlegen, weil sonst schaffe ich es nicht mehr heim. So. Ist ein super Ausflug, gefällt mir sehr, sehr gut und auf dem Weg heimwärts, deswegen habe ich auch den großen leeren Rucksack dabei, auf dem Heimweg schauen wir nochmal bei Jürgen Netto vorbei, denn die Michaela hat sich morgen Burger gewünscht. Für vegane Burger habe ich alles zu Hause, aber da macht die Michaela nicht mit, die möchte Fleisch in ihrem Burger haben. Das heißt, wir besorgen jetzt dann noch ein bisschen Hackfleisch, Rinderhackfleisch. Und dann machen wir morgen zweierlei Patties. Für sie 500 Gramm Rindfleisch-Patties. Macht dann 250 Gramm pro Burger. Sie bekommt zwei. Und dann machen wir für mich noch zwei. Okay, von wo bin ich denn eigentlich gekommen? Altenmark? Ja, Trostberg. Und dann gibt es für sie zwei Burger, für mich zwei Burger und meine mache ich diesmal aus Kichererbsen und Weizengluten. Wie ist das eigentlich mit der Aussprache? Sagt man jetzt da Gluten oder Gluten? Aber ich finde mal Gluten klingt komisch, Weizengluten. Ich glaube, ich nenne es Weizengluten. Wenn jemand das ganze Gelaber hier beim Motoblog sich tatsächlich antut und bis zu Ende guckt, der kann mir in die Kommentare ja schreiben, ob es Gluten heißt, also mit lange gedehntem E, oder ob es Gluten heißt, das E also beinahe stumm, nur so ganz kurz ausgesprochen wird. Obigen Wasserburg, Altmark, ne, da fahren wir doch lieber in diese Richtung. Also Wasserburg ist auch schön zum Fahren, da müsste ich aber über Dorfen die Richtung zurück und dann wird mir die Runde fast ein bisschen was 67. Nee. Der meint den hinter mir. Wenn ich über Dorfen fahre, wird mir die Strecke ein ganz klein bisschen zu groß. Ganz so weit wollte ich dann heute eigentlich nicht tuckern. Das hat jetzt auch so schon gereicht. Man sieht immer noch schön die Berge hinten. Ja, also schauen wir mal, ob wir so ein ganz klein bisschen ähnlich wieder zurückfahren, wie wir hergekommen sind. Oh, sieht so aus, als würde die GoPro mit dem zweiten Akku jetzt fast noch bis zurück nach Hause reichen. Also der Weg heimwärts hat jetzt nochmal so richtig Fun gemacht. Und jetzt läuft dann auch die Nase langsam klein. Ein bisschen die kalte Luft ist halt auf Dauer doch
sehr kühl, vor allem, weil ich ja ständig das Visier offen lasse. Das geht. Der Gegenwind die ganze Zeit ins Gesicht klatscht, aber mit geschlossenem Visier beschlägt das Visier und die Aufnahmequalität wird schlechter, wenn es dann überhaupt aufnimmt. Ich habe eine kleine Probefahrt ja gemacht gestern und da, wo der Ton aufgenommen wurde, ist es ja alles ganz okay. Das Wetter noch schön, noch ein bisschen hell, kann man nachher noch eine Runde spazieren gehen mit Kira. Oh, das Moped fahren war jetzt schon mal erste Sahne.